Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum nächsten Let's Play Part von The Witcher 3 Wild Hunt mit Kira, Metz und mir. Geralt von Riva in der Höhle oder in den Ruinen, wo wir irgendwie so eine komischen Schwalbensymbole folgen sollen und ich eigentlich wirklich noch keinen wirklichen Plan habe, was für Schwalbensymbole. Aber warte mal ganz kurz, ich muss die Maus umdrehen. Und dann muss ich hier mitmachen. Ah, cool, es wird nicht mehr aufgeplopptes Zeichen. Normalerweise kommt jetzt immer so, Steuerungsschema erkennt Gamepad ausgewählt. Aber wir können wohl jetzt einfach losrennen hier. Zutaten brauchen wir nicht. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Oh. Da ist schon mal eine Nachterscheinung. Oder eine Erscheinung. Ich hasse die Viecher. Dahin, es sind sogar zwei schon unterwegs. Wir haben wieder Dörrobst von einem Skelett eingesammelt. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm weiter. Die blöd. Ah, fuck it, ey. Ich wusste es doch. Fuck it. Nix hier mit ihr Erscheinung hier. Bis weg vom Fenster. Yeah. Geil. Wir können das Gas wohl entzünden. Au. Das war nicht so gut. Au. Warum ist das hier so laut? Was? Verdammte Scheiße. Warum ist das hier so laut? Ich schalte es sofort leise, aber ich bin hier gerade mitten im Kampf. I'm very, very sorry. Jo. Puff. Ah, scheiße. Hat nicht geklappt. Erstmal schnell eine Schwalbe nehmen. Hopp. Wie? Achso, wir haben noch nicht fucking Armbrust ausgewählt. Nein. Warum stirbst du nicht? Ja. Ist doch nur eine Erscheinung, ist doch nur ein Geist. Ich hasse die. Okay, erstmal noch ein bisschen den Sound runterstellen. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh nein, das ist, glaube ich, ein bisschen zu leise. Oh, bis man jetzt hier wieder erstmal die richtige Einstellung gefunden hat, ist das grässlich. Jo, sie macht auch noch coole Angriffe nebenbei. Ich glaube, jetzt ist es ganz gut. Jetzt muss ich mich hier nur ein bisschen wieder hin und her bewegen. Und? Kommst du? Natürlich doch. Ich glaube, so sollte es ganz angenehm sein jetzt. Also wir dürfen da wohl nicht durchlaufen. Oh, eine Kiste. Toll, mit Öl und Leinen. Ich hoffe, das ist Chloroform. Einfach kurz Kira hinter eine Ecke schleifen. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich würde sagen, dass wir mal ganz dezent... Oh ja, hat geklappt. Sehr schön. Toll, und alles nur für wieder so Leinen und Baumwolle. Ich fasse es nicht. Ich lohnt sich ja gar nicht, hier in der Höhle irgendwas mal zu suchen. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Aha. Also wir müssten jetzt eigentlich da lang gehen, aber darauf habe ich gerade keine Lust. Oh, guck mal. Eine Statue. Da ist noch eine Schwalbe. Ja, ist gut. Noch eine Schwalbe. Oder was ist das hier? Nee, ist ein Oktopus, oder? Das sieht mir ganz so aus wie ein Oktopus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier runterschwimmen. Ob da jetzt ein Oktopus kommt und uns irgendwie auffrisst. Deswegen würde ich einfach mal sagen, speichern wir mal netterweise. Und springen wir. Du erwartest, dass ich in der Kloake herumplansche? Wohl kaum. Ich warte hier. Ja, dann warte da. Kein Problem. Ich muss nur wissen, wie man wieder schwimmt. Okay. Schwimm einfach nur. Schwimm so schnell du kannst. Ja, wieso? Wieso? Also, Schwimmsystem hier ist noch nicht ganz ausgereift, habe ich das Gefühl. Ich hasse es. Irgendwie mit B hoch und A tauchen und... Ach.
Sieht mir irgendwie ein bisschen verräterisch hier gerade aus. Aber okay. Ich bin ja offen für Neues. Was haben wir hier, Schicket? Meteoritenerz, Dimitri, ja, Schatzjäger, Gamazon. Da hinten wartet schon... Ah, so ein Geist. Ich wusste es doch. Nichts kriegt man hier gratis in dem Spiel. Abgesehen von den Erweiterungen. Sonst kriegt man hier alles umsonst. Oh, noch einer. Fuck it. Nein. Au, 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 au. Ah, fuck you, Alter. Und dieses Ausweichen hier. Ach, komm schon. Hab dich nicht so artig jetzt hier. Doch nur Geister. Wieso kann er das überhaupt nicht blocken? Der ist eigentlich voll der Schwächen. Oh Mann. Habe ich nicht gesagt. Tut mir leid für alle, die sich jetzt in Geralt verliebt haben oder so. Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Ich verstehe es nicht, dass er einfach nicht die Angriffe blocken kann. Ach, nochmal zwei. Ja, na klar. Komm. Ach komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yo, au, 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 ich krieg gleich hier einen Kampf hier. Fuck you. Yo, der eine ist schon mal weg hier. Boah, die sind immer richtig krass irgendwie. Die sind immer so heftig. Die zeigen kein Erbarmen hier. Und nun? Ah, sind bald im Eimer. Wir müssen mal wieder ein bisschen hier was zu uns nehmen. Schwalbe. Nehmen wir eine Schwalbe zu uns. Meditieren wir mal kurz eine Stunde. Können wir meditieren? Yep, können wir. Jetzt haben wir wieder alles voll. Jetzt nehmen wir wieder eine Schwalbe. Und wieder eine Schwalbe. Und im Endeffekt bringt es uns wirklich nichts. Aber wir haben Punkte wohl. Wir haben Punkte noch zu vergeben. Wie viel haben wir? Verfügbare Punkte 2. Oh, Halleluja. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir mal hier gucken. Dass wir auf jeden Fall Zeichenintensität mal machen. Was war das hier? Explodierender Schild, Täuschung, Axi, das Ziel. Ich würde auf jeden Fall gerne Fertigkeit erwerben. Okay, Axi haben wir drin. Aktivieren, reinmachen. Wieso Axi? Kann ich ganz einfach sagen, denn wir brauchen ja für die eine Quest ein bisschen Überredung. Ich finde immer überzeugen und überreden ist immer ganz gut, weil so müssen wir eventuelle, ja, so können wir eventuelle Gefahren halt einfach aus dem Weg gehen und so würde auch der Spielverlauf ganz anders verlaufen. Weil man muss ja nicht immer gleich alles mit Schwert und Schild lösen, bin ich der Meinung. Und auf jeden Fall einmal ein Muskelgedächtnis, oder? Ja, ich will auf jeden Fall sagen, Muskelgedächtnis, zack. Wie jetzt? Ja. Fähigkeit verbessern. Ja. So, und was war das andere jetzt? Der Axi war das. Vor allem, was haben wir jetzt überhaupt bekommen? Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während er Axi wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich. Ausdauerregeneration im Kampf plus 0,5 Sekunden. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während er wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich. Verkürzt die Wirkungszeit von also die Ausdauerregeneration im Kampf ist deutlich erhöht. Leckmoor am Morst. Dahin. So, bald haben wir auch die nächste Stufe erreicht. Da freue ich mich außerdem wieder. Dann kriegen wir wieder ein paar 2 Punkte hier. Also immer schön A gedrückt halten und mit B so ein bisschen immer auftauchen. So stellt man so ein bisschen den Höhenunterschied, beziehungsweise so taucht man ab oder so ein bisschen oder hält die Höhe. Ach, die hat sich da gemütlich gemacht auf den Stein. Und wir kommen hier nicht hoch. Interessant. Hättest du vielleicht nicht wieder ein kleines Bad nehmen können? Hätten wir sie nicht überraschen können? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Ja. Ich will erstmal hier alles erkunden. Mann, ist die Höhle lang. Finden wir hier wenigstens irgendwas? Jo, ein Skelett haben wir hier noch. Und eine kleine Kiste. Oh, Amethystenstaub, Geisterstaub, Silber, Seide, was, Fährtenlesehandschuhe und Kronen. Wir haben wieder ein Schema freigeschaltet. Die gucke ich mir alle gerne noch. Ah, am besten wir gucken uns das jetzt noch schnell an. Bam, 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 bam.
Ich ende fast Brief. Nö, hier müsste es sein, oder? Werden Schemas immer hier gespeichert? Oder werden die gleich da reingepackt? Nützliches. Ein Gebet. Edwin Golfers erste Karte. Ja, genau, hier haben wir noch die Karten. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Ich glaube, das haben wir doch schon als Quest längst angenommen, oder? Da müssten wir auch nochmal gucken. Ja, nicht wundern, wieso ich nicht diese komischen Pilze aufnehme. Denn das sind halt Pilze. Oh. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, falls irgendwie kleine Geräusche im Hintergrund zu hören sind. Es ist einfach Sommer, es ist warm. Deswegen muss ich das Fenster auflassen und deswegen hört man noch eventuelle, ja, außerstehende Geräuschkulisse, die nicht eigentlich hier reingehören. Ey, der will Parcours machen. Los, komm, wir helfen die hoch. Komm, wir helfen die hoch. Scheiße. Ich sag, das klappt. Ja. Wo ist die hin? Achso. War gerade weg. Ich sammle garantiert nicht hier jeden kleinen Klecks ein. Speichern. Ja. Fortfahren. Wanderung im Dunkeln abgeschlossen. Schau. Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Jupp, danke schön. Ah, oh Mann, da waren wir doch richtig. Charakter. Oh, wir haben jetzt einen neuen Slot freigeschaltet. Das heißt, wir könnten eigentlich einen starken Angriff jetzt noch extra dazu machen. Oder wir sagen einfach jetzt, beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Verringert den Schaden durch Treffer beim Ausweichen erlitten werden. Ah. Ich weiß es nicht. Alchemie. Ich benutze eigentlich Alchemie so gut wie nicht. Oder bringt es mir das? Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von Tränken. Brauche ich nicht. Auf Klingen angewendete Öle. Verlangsamen die Ziele beim Bomben und weitere. Hier ist erlernt. Rezept. Bei Vergiftung. Was? Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt. Das meine ich nämlich. Ich brauche das eigentlich nicht. Also ich habe wirklich selten irgendwie Alchemie benutzt. Wenn dann vielleicht allgemein. Und hier haben wir ja noch Mutagene. Davon mal abgesehen. Was haben wir vor allem jetzt hier gerade ausgerüstet? Plus 50 Vitalität. Vitalität, Vitalität, Vitalität. Zeichenintensität, Vitalität. Wir haben hier eigentlich wirklich nur kleine Mutagene mit 5 plus Zeichenintensität oder halt irgendwie 50 Leben. Das bringt uns ja wirklich nichts. Was haben wir hier? Erhöht die maximale Vitalität um 500. Tagsüber gehen die 10 Punkte Sekunde. Jeder litten leichter. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25%. Jeder Teil mittelschwerer Rüstung, schwerer Rüstung, war klar. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig, können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden. Aha. Ich weiß immer noch nicht, was die Adrenalinpunkte machen. Das haben wir immer noch nicht. Maximale eigene Vergiftung. Ich glaube, hiermit sind wir ganz gut dabei. Nass regeneriert die Ausdauer während des einen Kampfes zusätzlich um 1 Punkt pro Sekunde. Das kann uns eventuell wirklich immer noch hilfreich sein. Erhöht den Schaden, starken Angriff um 5%. Ich mache einfach nochmal. Hey. Ja, die Schnelligkeit auf jeden Fall nochmal. Weil dann können wir auch hier später das machen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer auf jeden Fall um 2%. Und der Schaden wird dann halt. Der kritische Treffer bei schnellen Angriffen 15% gesteigert und das ist echt, echt sinnvoll und nützlich. Ganz schön düster hier, wie im Bärenarsch. Ach, sprechen wir nochmal wieder hier mit der komischen mysteriösen Elf hier. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Okay. Vella Glan. Er meinte, der offensichtliche Weg ist nicht immer der beste. Hier oben geht es wohl anscheinend hoch. Komm, können wir hier hochbacken? Das wäre ja cool. Dann würden wir sozusagen... Nee, geht nicht. Das heißt, wir müssen garantiert hier A drauf wirken.
Da, Art. Und los geht's. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie fast... Ach, das hat nichts gebracht. Wir müssen aber hier durch, oder? Ach, nö. Och, nö. Ey. Vor allem, was hat die denn hier gemacht? Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Wow! Kannst du alles anfassen? Geralt, ist alles in Ordnung? Alter Verwalter. Kann man so sagen. Krasse Scheiße. Dabei habe ich doch nur das angucken wollen. Ich habe es doch nur untersucht. Und dann auf einmal, boom. Ich frage mich, was passiert, wenn wir das jetzt antatschen. So, der redet dann wieder. Ich glaube, wir müssen hier runter. Und tschüss. Yay. War doch klar, oder? Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Und nun? Wie kommen wir wieder hoch? Garantiert irgendwie tauchen. Irgendwo runter. Dann tauchen wir mal. Wir garantiert auf der anderen Seite hier raus und können von der anderen Seite irgendwie was öffnen. Kelpie. Noch ein Pferd, fast genauso wie das letzte. Er ist gut im Pferden lesen. Was passiert? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Ja. Hopp. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Gut so. Vor allem ist die Frage, ob Ciri hier schon längst vorbei ist. Wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Versuchen wir es zu aktivieren. Diesmal bleibe ich aber hier stehen. Beziehungsweise aktiviert es. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Das Portal der... Ey, die hat uns reingeschubst. Nein. Vella Glan. Dabei fand ich dieses Portal gerade so geil. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich finde das mega geil irgendwie. Sieht richtig geil aus. Hör, was ist das für ein Ogre? Ey, wir tanzen da rum. Okay, ich glaube, wir haben hier gleich erstmal... Meditationsstunde. Denn wir werden wahrscheinlich gleich kämpfen. Jo, der tanzt immer noch um. Ein Golem. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ziriel nicht erkannt. Eindringlinge zerstört. Okay, ich bin mal ein kleiner Cheater. Also Cheater, aber ich nutze gern meine. Vor allem, wie soll man einen Golem besiegen? Muss ich dir mal sagen. Mit Igni? Oh, das war nicht so gut. Telekinetische Druckwelle eventuell. Ob wir von hinten angreifen müssen? Nee. Das bringt gar nichts. Okay, das bringt nichts. Gedankenbeeinflussung, Schutzschild, magische Falle. Versuchen wir nochmal Gedankenbeeinflussung. Wow, wow, wow. Rast doch nicht so aus, Mann, Alter. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ja, okay, ich hab dir schon was getan. Wow. Oh, fuck it. Warum rastet der denn hier immer so aus? Alter, Alter. Schwupp. Eins. Ja, das macht ja sehr viel aus hier. Benutzen wir mal hier ein bisschen, ne? Wow, 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 wow. Schaden! Wow! Was macht der denn hier mit uns?
Alter, Alter. Oh, krass, wie lange soll man dann bitte schon an den kämpfen? Das Bestiarium, enthält Informationen über die Stärken und Schwächen einzelner Monster. Der rastet ja vollkommen aus, der Golem. Es ist ja so still geworden. Wir sollten wieder meditieren. Ist das schlimm? Zack. Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe ein mieses Gefühl bei. Warte mal, vielleicht haben wir ja im Glossar, im Bestiarium hier ein bisschen was drin, ne? Also Bestien haben wir nichts. Nekrophagen. Ogroide haben wir nicht, verfluchte Wesen. Nekrophagen, Aalgule, ertrunkene Gule, Mordorhütte. Nee, haben wir nicht, oder? Hybriden, Geister, Erscheinungen, Mittagserscheinungen. Scheiße, wir haben nichts hier irgendwie drin, ne? Erstmal gleich ein bisschen Schaden schon mal zufügen. Na los, komm jetzt. Auf jeden Fall wird er dadurch langsamer. Oh, so können wir den nicht angreifen, das ist scheiße. Ach komm. Ah, der hätte uns niemals erwischen können. Ist es aber dadurch besser geht? Keine Ahnung. Komm schon. Oh. Ach komm. Oh. Das ist krass, wie viel der aushält. Der hat irgendwelche Nasennebenhöhlenprobleme, habe ich gerade das Gefühl. Na komm her. Alter. Jetzt einfach raufhauen hier. Oder so halbwegs raufhauen. Sorry, wollte ich nicht. Aber ich glaube, das ist das Beste auf jeden Fall hier. Wenn man so ein Zeichen Intensität drauf wirkt. Sie hat ihn, oder was? Oder kann man dir noch einen Todesstoß geben, ne? Golemherz. Geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Kleine Strömung. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Was sie da wohl mit meint. Na, dann komm mit. Muss ich dir hochhelfen? Also klettert doch keine Dame hoch, also... Wir konnten ihr auch nicht helfen. Ich hätte ihr gern geholfen. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Ist gerade was eingefallen? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Sorry, das habe ich beinahe vergessen. Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Warum sollen wir jetzt links runtergehen, wenn es dort auch lang geht? Was finden wir in dem Raum vor uns? Ach, gar nichts. Okay. Also wir können es gar nicht einblicken. Dennoch bin ich interessiert, es herauszufinden. Oh, da haben wir zum Beispiel hier was. Aufnehmen. Dass wir uns kaum kennen. Je
jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Oh nein. Ich habe ein mega schlechtes Gefühl gerade. Wow! Verdammt! Ein Gargoyle. Die haben hier gerade irgendwie ziemlich viel. Oh! Alter, was passiert? Der macht ja einmal so einen Bodenstampfer und wir sind tot! Oh, krass! Vor allem, wo sind wir jetzt? Das ist viel wichtiger. Wie jetzt? Achso, oh. Das wäre geschafft. Ich dachte jetzt schon. Ich wusste, wir schaffen es. Also wir sollen auf jeden Fall. Da war wieder eine Kiste, die hätten wir beinahe wieder übersehen. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vor. Verbesserter tanzender Stern, was wir hier alle dann übrig gelassen hätten, das wäre jetzt krass gewesen. Ein Glück sind wir gestorben. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Und die Kiste auch noch. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Ja, ich weiß, wir sind zum Anknabbern gut. Wenn du sie endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Speichern wir hier aber. Gehen jetzt hier wieder rein. Hängt Ach so. Davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Opa! Was denn? Ah, okay, gut. Wieder dieses Gefühl. Feuerschaden, ich weiß nicht. Und wie? Liegt da überhaupt was bei dem hier? Jo, jo, au, 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 au. Alter, ein Glück hatten wir das gerade hier an. Ein Schutzschild. Wir können es gerade noch nicht nutzen. Quen angemacht werden. Ich glaube, dass wir es jetzt. Ja, wir können doch keinen. Oh, ausgewichen, super! Wow, 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 ganz ruhig bleiben, Keule, ganz ruhig bleiben. Wow! Alter, 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 ganz ruhig bleiben. Okay, Inventar. Wir brauchen auf jeden Fall Brot. Ach, das können wir gerade nicht benutzen, schade eigentlich. Ja. Was jetzt, du Stück Dreck? Ach komm, wir waren außer seinem Wirkungsradius. Das kann doch nicht angehen. Meine Güte, nee. Das eins weiß ich jetzt schon mal, Gargoyle sind mitunter auch die schrecklichsten, verdammtesten Wesen, die wir hier nur haben können. Verdammte. Gargoyle. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Die Kiste einsammeln. Hängt davon ab, was sie will. Okay. Ach, scheiße. Hätten wir das nochmal vorgemacht? Können wir das noch schnell machen? Oha. Was denn? Wieder Ach, das ist ja geil. Wir konnten gerade mal meditieren. Und wie? Nee, erstmal machen wir das hier. Dann machen wir das hier. Und das hier. Und dann machen wir das hier. Stirb. Und dann lassen wir ihn zu uns das kommen. Oh, wir haben versucht, mit irgendwelcher Soße zu bekleckern. Okay, das war cool. Doch, jetzt haben wir ihn, glaube ich.
Ey, geil, Leute. Wenn man ihn einmal irgendwie hat, dann klappt das ganz gut. Yo, jetzt haben wir ihn aber sowas von. Aua. Oh, nicht übermütig werden. Oh, das war's schon. Schau, sie gehen auf. Kleiner Striebock-Runstein, kleiner Morana-Runstein, Monsterherz, Eisenerz, Gargoyle, Herz. Oh, wir haben so viel wieder hier eingesammelt. Ich weiß gar nicht, was wir mit den ganzen Sachen machen sollen. Ja, okay, ist klar, als Alchemie-Zutat für irgendetwas verwenden. Für irgendwas wird sich das auf jeden Fall lohnen zu benutzen. Meister Wysimas, Lederbänder 30, Silbererz, Salpeter, Kron. Das hat sich hier auf jeden Fall gelohnt, dieser kleine Vorraum. Ich habe auch diesen komischen Gargoyle mal besiegt. Okay, jetzt würde es eigentlich hier runtergehen. Ja, und wir sind jetzt leider auch nicht weitergekommen. Oder, ja, doch, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Aber noch nicht so weit genug, um zu wissen, was jetzt hinter dieser kleinen Tür hier passieren wird. Auf jeden Fall danke wieder fürs Zugucken von, ja, The Witcher 3 White Hunt. Schreibt ein paar Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ja. Hinterlasst irgendwie ein Däumchen, eine Nachricht, vielleicht sogar ein Abo, keine Ahnung. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao!